Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast Whistleblower. Ja, wir sind das letzte Mal genau durch so eine komische Schleuse hier gestiefelt. Hier ist wieder Aluhutzeit. Hier sind wir noch ein kleines bisschen geschützt vor den ganzen bösen Mächten. Oh, da liegt hier einer. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hier direkt mal aufnehmen. Schnell filmen! Ja, gut, dann stiefeln wir mal weiter hinab in unser Verderben. Ja, so viel dazu. Haben wir denn jetzt hier wenigstens Ruhe vor unserem Kollegen mit der Säge? Naja, mal schauen. Hä, das sind ja Pflanzen. Ach so, das sind Pflanzen. Ist das hier Außenwelt? Ha, okay. Nicht, dass wir uns hier erkälten, barfuß und so. Ja, das ist wahrscheinlich das Schlimmste. Das ist jetzt die größte Befürchtung, die ich habe, natürlich. An dem Ganzen hier. Ja, mal gucken, ob wir jetzt hier wirklich irgendwie rauskommen. Feuerleiter oder so. Da geht's entlang. Achso, hier geht's nicht weiter. Na gut. Gut. Ja, tatsächlich. Tatsache. Wir sind irgendwie hier unten angekommen. Na dann, ganz unten sind wir jetzt. Was haben wir denn da Schönes? Das gute Spatlin. Spatlin Expert. Okay. Ja, keine Ahnung. Bisschen Müll. Ist jetzt nicht so schlimm. Ist nicht das Schlimmste, was uns hier passieren könnte. Was uns hier begegnen könnte. Ja, mal gucken. So, ja, natürlich. Dort war ein Tor. Dort geht es potenziell weiter. Ich möchte natürlich dann erstmal hier gucken. Ja, hier ist aber auch ein Durchgang. Mit irgendwelche blutigen Schuhabdrücke. Na, das ist ja vielversprechend. Da möchte man doch direkt entlang stiefeln. Kommen wir denn hier rein? Nein. War da etwas? Mir war irgendwie so, als hätte ich Schritte gehört, aber ich habe mich bestimmt nur vertan. Ja, mal gucken. Ja, jetzt müssten wir eigentlich gleich wieder da am Anfang angekommen sein. Dann könnten wir ja erstmal versuchen, wir können auch hier, haha, da liegt sogar jemand, hier versuchen drunter zu krabbeln. Das geht aber nicht, ne, nee. Scheint nicht zu funktionieren. Na gut, jedenfalls ja, wir sind gleich wieder am Anfang angekommen. Dann können wir ja erstmal versuchen, da durch die Tür zu gehen, die wir eben aufgemacht haben. Ja, das irgendwie von Erfolg gekrönt sein könnte. Nein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da war bestimmt eine Batterie oder so. Kommen wir da jetzt noch mal irgendwie hin oder wollen wir das überhaupt nicht? Das kann natürlich auch sein. Ja. Na super. Okay, gucken wir hier einmal. Soll ich hier auf dem Weg bleiben oder eher nicht so? Könnt's ja mal versuchen. So war das. Boah, es ist hell. Hier in dem Nebel. Naja gut, sehe ich ein. Wird das Infrarotlicht einfach in den Nebel geworfen und erleuchtet natürlich alles. Da war doch was. Da war doch ein Tor. Ist das alles nur in meinem Kopf? Gott! Was? Alter, hab ich mich verjagt? Hab ich mich erschrocken? Ja, großartig, was war das jetzt? Mein Herz. Okay. Was? Okay, ich gehe da nicht nochmal zurück. Ja, ist ja großartig. Das kann man jetzt hier immer jederzeit erwarten, oder was? Oh. Another one. Ja, ja. Hahaha. Da vorne irgendwie. Alter, war das schlimm. Ich habe, glaube ich, den Sound ein bisschen zu laut auf den Ohren oder so, keine Ahnung. Oh, geht schon wieder. Alles klar, ich hätte nicht so viel Kaffee trinken sollen im Vorfeld.
Aber der ist jetzt gerade eh unten durchgeflossen, von daher ist okay. Ja, 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 hier die Spuren. Den Spuren folgen wir ja, hier oder da? Da sieht es mir zu aus. Jo. Muss ich... Da leuchtete doch was, oder? Oder sah mir nur danach aus. Vielleicht nur kurz was reflektiert oder so. Ich muss es nicht zwingend versuchen. Wenn er mir gar nicht erst anbietet, die aufzumachen, dann geht das auch nicht, oder? Hier, so, genau. Nur eben zum Öffnen statt zum Schließen. Ich habe irgendwie permanent das Gefühl gerade, dass ich hier irgendwas übersehe. Und doch bestimmt wieder irgendwelche Batterien übersehen oder so. Naja. Was soll man machen? Ich. Ne? Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich vielleicht ein kleines bisschen von hier weg will. Schnell. Ja. Gut, können wir hier was machen? Nein, aber da ist jemand. Ah, so. Naja, er hat sich auch was notiert. Warte mal, wir gucken uns das nochmal eben an. Den Kollegen da. Und? Ne, fast. Oh Mann, ernsthaft. Das ist das Spiel, ja, ja. Er spielt allein und verliert. Das ist das Spiel. Es gibt mathematische Beweise, dass wenn du 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter für eine Unendlichkeit addierst, du eine Antwort bekommen wirst. Wenn du aber kurz vor der Unendlichkeit aufhörst, dann hast du eine unbeschreiblich große Zahl. Wenn du bis zur Unendlichkeit weitergehst, dann kommst du bei minus 1 Zwölftel heraus. Negativ 0,08333 wiederholt. Ich verliere den Verstand. Ja, ich glaube auch. Ich erinnere mich an die Fahrt hierher. 400 Meilen in einem Mietlaster. Der Job, der gerade rechtzeitig erscheint, um unsere Rechnungen zu zahlen, unsere Schulden, die Versicherung. Die Jungs schliefen hinten. Nichts als AM-Radio. Gospel, Country-Western, paranoides Spätabendprogramm. Wir sagen Patsy Cline. Wir sangen Patsy Cline-Lieder und lachten über die Verschwörungstheorien über Aliens und Geister. Die Kilometersteine rauschen im Scheinwerferlicht vorbei. Ich will hier nicht sterben. Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Okay. Bleibt er da drin? Das ist die Frage, die ich hätte. Prison Block, oh oh. Zellenblock, Zellentrakt. Also so Gefängnis, Gefängnistrakt. Okay. Naja, genauso wenig, wie es einfach sein wird, da rauszukommen. Wird es auch nicht so einfach sein, da reinzukommen, zumindest so durch den Vordereingang. Es sei denn, natürlich, hier ist irgendwie eine Tür rausgerissen. So, ein Telefon, das wir nicht benutzen können. Radio, das hat ja schon mal zu einer Batterie geführt. In diesem Fall jetzt aber nicht so. Was ich ja schön finde, ist, dass er die Türen so einigermaßen vorsichtig schließt. Ja, ja, das war nicht immer so. Wo kommen wir hier irgendwo entlang? Was ist denn die Bewandtnis dieses Raumes hier? Ist hier irgendwie ein Geheimgang oder so? Hier irgendwie hoch? Nee, da ist Stacheldraht. Na. Können es mal versuchen, aber genau. Das hätte ich jetzt auch erwartet. Irgendwie können wir das hier verschieben? Nee. Da ist auf jeden Fall Leiter und so, ja. Gut, gucken wir hier nochmal. Vielleicht ist ja irgendwie ein Fenster offen. Hier? Kann man da? Nee. Es ist nicht nur eine
Ein Vorhang, oder? Nee. Doch hier? Nein. Überhaupt nicht. Ich gehe noch mal kurz hier ein kleines bisschen zurück. Mal gucken, ob ich hier vielleicht doch noch irgendwas übersehen habe, aber ich vermute mal fast, das wird irgendwas mit diesem kleinen Raum zu tun haben. Nee, hier sind wir schon wieder zu weit. Ich glaube, hier sind wir schon wieder zu weit. Auch nur wieder ein Schild vom Prison Block zum Prison Block hin. Gut. Gucken wir nochmal hier. Gucken wir nochmal hier. Hier ist, was ist das wieder für ein Schrieb eigentlich? Ist das hier wieder Französisch? Ja, 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 ja. Das haben wir schon mal gesehen. So, hier ist auch nix. Nope. Was ist dein Geheimnis? Schubladen geht nicht. Das geht nicht. Ja, wir können hier schließen, aber das macht irgendwie auch nichts. Nee, und ein Stuhl, wo ich noch nicht einmal drauf springen kann. Wir sind ja sowas von sportlich. Mm-mm. Nicht. Nö. Es funktioniert nicht. Was ist denn... Hä? Was ist denn die Idee hier? Muss irgendwas ganz Dummes sein, das ich gerade übersehe. Muss ich doch nochmal zurück? Muss ich irgendwas triggern oder so? Ich laufe nochmal ein kleines bisschen weiter zurück. Vielleicht müssen wir den da auf uns aufmerksam machen. Vielleicht können wir dann mitspielen, ne? Ne, hier, ne? Also Prison Block mit Pfeil nach links, das ist schon ziemlich... Ah, so. Wir hatten da sowas gehört, ne? Ja, ja. Vielleicht geht's jetzt doch hier weiter. Hahaha. Ja, ja. Und diese frische Blutlache da, die verheißt nichts Gutes. Hallöchen. Darf ich hier? Nee, darf ich nicht. Okay. Ist in Ordnung. Ja, ja. Vielleicht können wir da doch irgendwie hoch. Na, oder hier weiter. Ich dachte hier irgendwie hoch und dann rüber, aber nee, wir entfernen uns eher wieder. Oder kamen wir von hierher? Nee, 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 nee. Hier ist auch der Zaun kaputt. Können wir gleich mal gucken, oder können wir auch jetzt gucken? Mhm. Gut, jetzt sind wir hier hinter dem Tor. Das sehe ich ein. Können wir den Kollegen hier runterschubsen? Ich weiß nicht warum, aber naja. Ja, vermutlich könnten wir darüber jumpen. Wir könnten es mal probieren, aber zuvor gehen wir einmal hier entlang. Genau. Hier ist bestimmt eh zu, naja. Jo, jo, jo. Und hier geht's auch nicht entlang, ne. Das Gestrüpp ist so dicht. Da geht es nicht entlang. Die Musik soll nicht so Sachen machen, wenn man es denn Musik nennen kann. Die Effekte. Komm, wir probieren es mal. Wir machen hier. Hüpsa! Oh, wow. Hallöchen! Ha, 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 ei, ei, ei. Das war ein, also, das war auf jeden Fall ein beherzter Sprung. Es ging besser, als ich dachte. Ja, du bist aber lieb, ne? Kann ich hier, kann ich, boah, ja, kann ich. Oh, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Das macht alles viel besser. Ja, ich kann da zwar rauf, aber ich glaube, so ist es nicht gedacht. Wir probieren es mal so. Ja. So. Hier geht es aber nicht lang, ne? Naja, doch, doch. Das geht schon. Das geht schon, aber hier geht es
tendenziell auch rein. Interessant. Okay, da ich das Gefühl habe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ging es da nicht in Richtung Prison, würde ich erstmal hier gucken. So, wer versteckt sich hier um die Ecke? Da ist auf jeden Fall eine Batterie. Das ist unsere große Belohnung. Gut. Wenigstens eine. Wenigstens eine von den 20 Batterien hier, die ich übersehen habe, gefunden. Eieiei. Gut. Gut, alles so richtig gemacht, wie es aussieht. Das ist auch nur wieder der Zettel, ne? Ja. Gut, dann ab in den Prison Block. Ja. Oh, hier noch irgendwas? Was ist das denn? Sieht aus wie so Räder von so Einkaufswagen oder so. Oder irgendwelchen Transportwägelchen oder sowas. Naja. Da höre ich doch schon wieder irgendwelche Kollegen. Aha. Wow, das ist voll das Hochsicherheitsgefängnis einfach. Wenn wir hier jetzt tatsächlich in dem Bereich sind, wo die Gefangenen irgendwie raus können. Ah, normalerweise sollte das hier wahrscheinlich abgesperrt sein. Hä? Das war einmal. Gut, ich meine, wenn hier eh alle Wächter tot sind und so. Dann ist eh nicht mehr viel mit Bewachung. Ja, ja. Gut, ich sag mal, das hier war auch mal ein bisschen besser verschlossen. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. Was? Da! Sind das etwa die Nakedai-Kollegen? Ich glaube ja, das klang mir auch danach hier. Die haben sich doch unterhalten über uns, ja, ja. Oh nee, ey. Boah. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Die kennen wir doch. Oh Gott, ich habe keinen Bock, ey. Ich habe keinen Bock auf die. Können wir uns hier nicht ein bisschen bewaffnen mit, ja, hier, mit einer Spielkarte? Nee, hier so mit Gewichten oder so. Ja, der hat's ein bisschen übertrieben. Auf jeden, Alter, das geht doch nicht. Könnt ihr auch nicht bringen. Na dann, aha, hier kommen wir rein. Na, was für ein Glück. Ich weiß gar nicht, ob ich hier zumachen sollte. Wir gleich irgendwie abhauen müssen oder so. Schon jumpen die gleich von da oben irgendwo runter. Ah, ich sehe sie doch. Ich sehe sie doch. Ja, 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 ja. Ja, und was nun? Hahaha, ha, ha, ist ja lustig. Kommen wir hier irgendwo weiter? Ansonsten sehe ich ein bisschen schwarz. Wir können versuchen, da im Nebel uns irgendwie durchzuschleichen, aber nee. Nee. Als würde das klappen. Nee, also sehe ich nicht. Ich sehe weder einen Ausweg. Alter. Noch sehe ich, dass wir das schaffen hier. Ja, guck mich doch an. Guck mich doch direkt an. Ja, auf jeden Fall sind hier Spuren. Alter. Ich vermute ja mal nicht, dass die mich nicht gesehen haben. Oh, die haben sich einfach dazu entschlossen, noch ein bisschen mit uns zu spielen. Aha, da ist der Kollege. Was ist denn hier geschehen? Ja, geil. Toll.
hier. Ja nun. Leute, Kollegen, ich wollte das nicht. Dürfen wir hier rein? Oh, hier sind ja ganz viele von den Fußabdrücken auch. Ja, und nun? Das ist ja geil. Ja, toll. Okay, das war irgendwie nicht die Lösung. Aha, aber wir sind wieder an dieser Stelle. So. Das ist interessant. Das heißt, wir müssen hier irgendwie... Au. Ich will natürlich nochmal versuchen, hier durchzukommen. Wieder zurück oder... Hier, mit diesem Kopf... Ah, Mann. Okay, an die darf ich auf jeden Fall nicht ran. Irgendwie mit dem Ball irgendwie mitspielen, ne? Die sagen ja Spielverderber. Ja, will ich ja gar nicht sein. Aber die lassen mich ja nicht mitspielen. Na, ist ja großartig. Gut, oder... Wir müssen hier irgendwie hoch, irgendwie weiter. Hier, lass mich mal durch, Kollege. Hier irgendwas machen. Da kommen die schon wieder. Die irgendwie gegenseitig aufeinander hetzen oder so Shit. Ah, okay. Einfach ein kleines bisschen mit mehr Elan. Einfach nochmal versuchen. Okay. Von mir aus. Gut. Na gut, dass wir es versucht haben. Naja. Ja, ist ja großartig. Die werden uns jetzt auch irgendwie auf gar keinen Fall alle folgen, ne? Oh, da sind Dokumente. Wie kann ich denn da... hinein, so irgendwie. Gut. Können wir erstmal was lesen, ne? Das ist ganz gut. So. Kommen wir hier auch weiter? Nee. So. Einen Schluck trinken erstmal. Sehr gut. Und dann lesen. Die Wallrider Wahnvorstellung. Von J. Billings at Murkoff Corp. USCOM an K. Vigalando, Murkoff Corp. USCOM. Betreff Patient Samul. Kurt, wir haben wieder einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stocks in dem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in Hörreichweite eines angestellten Wachmanns über Wallrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solch obskure und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel, wie auch immer, und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter den Bann der Wahnvorstellung ihres Patienten fallen. Aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. Ja. Jetzt ist das Virus freigesetzt oder so. Ja. Irgendwie so.